So. Oh, guck mal da, leuchtende Pilze brauchen wir immer. Oh Gott! Wow, was ist denn da los? Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4 Survival. Wir sind unterwegs zu den Rust Devils. Oh, das kommt mir bekannt vor. Oh Mann, ich glaube, ich bin hier schon ein paar Mal gestorben. Einmal damals. Oh, guck mal hier, Hirnpilze. Brainfungus. Schon wieder anderen Namen. Okay. Ich habe immer noch Taktak nicht wieder gefunden, aber das ist eine Anschlussfolge. Also, ich habe ja letzte Folge im Auftrag gegeben, dass ihr mir Taktak wiederfindet. Ich habe es irgendwo hingelegt oder verkauft oder keine Ahnung. Und ihr seid meine Detektive, um rauszufinden, wann und wo das war. Vielleicht war es ja auch zwischen den Folgen, das kann auch sein. Weil war sie auf einmal weg. Oh, das sieht aus, als wenn hier irgendwo ein Powersuit wäre. Wieder schreckt mich doch nicht so. Ja, letzte Folge war ein bisschen öde. Da habe ich euch gezeigt, was ich alles im Stream gebaut habe. Und, haben das aber jetzt hinter uns. Guck mal, was ist denn hier los? Ach, da können wir runtergehen, ne? Zum Damm. Ende letzter Folge haben wir das Robohirn geholt. Zerstört, um den Peilsender zu bekommen. Und jetzt müssen wir bei den Rust Devils einen anderen Peilsender finden. Hier ist nichts. Ich suche immer noch einen T51, glaube ich. T51? Ich glaube schon. Power Suit. Hab noch keinen gefunden. Weil ich einfach zu hohes Level habe. So, da war ich auch schon. Das als unter Wasser. Hier sind wir schon mal lang gelaufen. Um auch vor Tagen zu kommen, glaube ich, ne? Da war doch was. Alles leer. Hier war ich schon. Da unten waren wir auch schon. Da müssten jetzt theoretisch Synths sein und keine Bruderschaftler mehr. Fort Hagen. Aber die sind ja Satellitenstation von Fort Hagen. Ach, Zigarettenwerbung. Ich habe nur aufs Schild geguckt. Your pack animal has become stronger and powerful. Ich muss den Mod nochmal deaktivieren und nochmal neu installieren. Der ist total verbuggt jetzt. Weil... Oh, Waldkorn. Weil ich habe die Tiere quasi gelöscht, weil die nicht mehr sterben wollten. Und ich hatte zu viele und jetzt alles durcheinander. Da oben ist was Grünes. Habt ihr das gesehen? Bestimmt ein Ghoul oder so. Oder ein Brahmin. Oder ein Hirsch. Hier ist ein Schild. Wow! Da kommt ein Auto geflogen. Ach, hier ist Dingens. Wie heißt denn nochmal? Ach, Dingens halt. Ich glaube, hier gibt es eine Zeitschrift. Wohnwagenpark Fiddler's Green. So hieß das. Wohnwagenpark. Ich will halt jetzt da hoch eigentlich. Ich will unbedingt diese Rüstung farmen. Entschuldigung, Dogmi, was ist los? Ich finde hier drin Holobänder. Ich weiß, das sind... Scheiße. Boah, ist ja alles voller Ghule, ganz vergessen. Licht! Erstmal gerade knacken. Das wär's. Ah, geht doch. Da ist das. Das Eichhörnchen. Das hören wir jetzt nicht nochmal. Okay. Hier gibt es ein Geheimversteck. Irgendwo hier. Da. Gefunden. Aber super versteckt. Meine Güte. Na. Nein.
Zwei Haarklammern. Oh, scheiße. Oh, Mist, die habe ich weggepackt. Oh, das kann sein. Oh, ein toter Siedler. Na gut, dann nicht. Aus damit. Das Nutzsignal braucht man noch nicht mal. Ein Safe. Oh, Mist. Oh, direkt geöffnet. Ja. Ja. Und das nur mit zwei Haarklammern. Nichts. Kein Heft? Kein Magazin? Ah, magere Ausbeute. Unfassbar. Das ist ein vergrabener Wohnwagen, oder? Auch geil. Gute Idee. Hat nämlich hier diese coolen Türen. Ich meine, in einem gibt es ein Magazin. Wow, erschreck mich doch nicht so, Alter. Du machst das schon, Ada. Terminal brauchen wir nicht. Oh, wieder was verschlossen. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. Nochmal Haarklammern. Sehr gut. Na, Ada, hast du getötet? Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Oh, was ist mit dem los? Ist in der Luft gebremst worden. Das ist ausgebrannt. Danke, Ada. War nicht zu nah. Gar nicht. So, dann gehen wir mal. Guck, was ist denn hier mit den Ghoulen los? Mal einen Knall. Oh Mann, mit der Waffe auf die Ghoule zu schießen ist super. Boah, Mann, ey, der überschätzt mich jedes Mal. Aber sie verkrüppelt die auch immer direkt. Ich muss Ada unbedingt diese Granatwerfer anbringen. Ah, hier sind wir beim Endprodukt, hä? Hier, guck mal. Endwohnwagen, glaube ich. Sonst wäre jetzt da keine Kiste gewesen. Ich glaube, es gibt hier ein Magazin. Ich habe es bestimmt übersehen. Ich muss noch die große Magazinsammeltour machen. Von allen Magazinen, die ich übersehen habe. In Orten, wo ich war. Habe ich nämlich noch nicht aufgesammelt. So, mach noch den und dann verpissen wir uns. Ich will jetzt da oben hingehen. Oh, nein, das ist wieder nicht der Anzug, den ich suche. Meine Güte. Kann doch nicht sein. T60, will ich nicht. Fusion Core nehme ich mit. Nein. Ey, ich habe meinen Rucksack nicht mehr an. Seht ihr das? Das fällt mir jetzt erst auf. Ey, was ist denn los? Mir fehlt alles. Wann habe ich dir den ausgezogen? Oh je. Kann ich auch keiner mitnehmen. So. Oh, guck mal da. Leuchtende Pilze brauchen wir immer. Oh Gott! Wow, was ist denn da los? Jetzt brennt das Auto nach. Okay. Geh mir zur Satellitenstation. Scheiß auf Fiddler Screen. Könnt mir ja sagen, wenn ich was übersehen habe. Okay. Auf nach oben. Wir haben noch einiges an Munition. Ich muss mal nachladen überall. Ah, das sind Robos. Zaun, 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 Zaun. Zaun, Zaun offen. Ah, hier ist Fort Hagen. Ja, genau, das sind Robo-Brains. Scheiße, ich habe auch keine Leuchtraketen mehr. Scheiße! Kommt davon, wenn man das Inventar leer macht. Ich war ja am Umziehen. Und da habe ich immer ziemlich viel zu Hause gelassen. Hallo? Da. Was ist los mit dem? Komm, Schwarmbot, komm raus!
Der legt diesen Aggressotron auf. Okay, ich will nur mal sicher gehen, okay? Okay, kommt doch kein Aggressotron. Das sind aber ein paar. Ja, nein, nee. Oh, nicht, dass er explodiert. 3, 2. Oh, guck mal, was ist das denn da für ein Strahl? Sehr gut. Oh, guck mal, Telefon. Was ist denn hier los? Oh. Schon wieder Siedler. Was ist denn los mit euch? Ja, die haben sich nicht lang wehren können. Okay, dann weiter. Na, 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 na. Ah, ich will mich nicht aufhalten gerade. Ja, ich bin ein bisschen am Hektik sein, weil ich will unbedingt diese Rust-Devil-Klamotten haben. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich so viel zurückgelassen habe. Mein Rucksack, keine Leuchtpistolen-Munition. Finde mein Tac-Tac nicht mehr. Ah, ärgerlich. Da oben ist es. Gerade hier in den Bus rein. Man weiß ja nie. Manchmal sitzt da so ein Teddy. Nee. Ich glaube, das ist auch nur einmal. Da sind wir. Ist jetzt dunkel, das ist natürlich doof, aber was soll's. Das ist kein Roboter. Oh, ich habe sie gefunden. Oh, Scheiße! Komm schon, Rust Devils. Oh, boah. Geil, jetzt wird's übel. Mr. Handy Dominator. Jetzt kommen wir zu den Kriegsherrn-Zeug. Wie bitte? Also, ich kann. Ich verbitte mir diesen Ton. Aua. Glaub nicht, dass ich irgendwas erkenne. Das waren noch mehr als die paar Roboter, oder? War Machine. Keine Ahnung, wo die alle hingeflogen sind. Hier ist auf jeden Fall einer zu Staub zerfallen. Wir müssen alles mitnehmen. Jetzt wird es wieder schwer werden. Gehen wir mal kurz hier oben gucken. Ach, das ist der andere Eingang. Stimmt. Ja, genau. Wir müssen nämlich hier oben rein. Hier ist der eigentlich... Ah, nee. Hier ist der Schalter, um das aufzumachen. Genau. So, jetzt können wir wieder runter. Auf den Baum nicht unbedingt.
Wir haben alle gelootet. Hier, den haben wir... Nee, das ist keiner. Von nur eine... Komm mal her, Ada. Hey. Ja. Und zwar trägst du jetzt mal Kleidungsstücke. Guck mal, auch direkt schwere Teile, das ist gut. Aggressotron-Helm. Den wollte ich haben, der ist wichtig. Ist die Frage, ob ich da auch andere Sachen drunter anziehen kann. Wie zum Beispiel mein Mundschutz. Ma'am. Los geht's. Forthagen. Hangar von Forthagen. Entschuldigung. So. Okay. Finde das, Robohirn. Schleiche mal ein wenig. Ey, da ist ja so leise. Ha, habe ich von außen gesehen. Ach, Ada. Wir müssen erst hier rumliegen, glaube ich. So, jetzt haben sie mich direkt verkrüppelt. Ja, bin ich. Eure Hoheit wäre besser, Ma'am. Alarm! Ada, du gehst mir auf den Sack. Wir nehmen wieder Preston mit. Aber Ada nehme ich erst wieder mit, wenn wir im, Verhaber sind. Da brauche ich die unbedingt. Oh, hier sind wir. Oh. Alter, das wird übel jetzt. Oh shit! Okay. Man weiß ja nie. Bleibt hier oben, Minen! Wow. What an explosion! Golem? Menschen sind dann so leicht abzuknallen, ne? Also denk nicht, das war jetzt einfach. Die können mich auch mit einem Schuss ausknipsen. Wow. Ada, wo bist du? Klingt nach mir. Oh, cooler Helm. Sexy Hexy. Oh, die liegen aufeinander, die Roboter. Ich komme, Doc Meat. Erstmal Ada. Und Doc Meat. Sehr gut, dir geht's besser. Oh. Mod Config Personal Pack Animals? Hä? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, der Mod ist wirklich kaputt. Was ist dieser mit den... mit den Karawanentieren? Frag mich nicht. Ich glaube, mein Fallout stirbt.
Oh, die sind aber nicht weit gekommen. Ich habe die auch, glaube ich, mitten in die Höhle des Löwen geworfen. Los, kämpft! So in die Lava! Pff. Okay, da haben wir einen TXXY. Den kann ich eigentlich anziehen. So ist nicht. Aber die nerven. Ich finde die Anzüge kacke. Guck mal, ein voller Anzug. Brauche ich nicht, habe ich schon. Glaube ich. Meine Güte. Ach, da geht's doch weiter, ne? Warte mal, wir müssen hier noch ein bisschen looten. Mal hier hochgehen. So, mal das hier sein mag. Nein. Wollte gerade sagen, es kann doch gar nicht mehr abgesichert sein. Na also. Na also. Sesam, öffne dich. Heps. Ah, hier oben. Mit nichts. Na gut, Leute. Stichwort, hier ist nichts, also speichern wir ab und wir sehen uns nächste Folge wieder bei Fallout 4. Und dann machen wir die Rust Devils fertig. Und danach können wir uns vielleicht mal ankleiden. Und bis dahin, haut rein, Leute.